Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier im Kino des DFF, des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums. Willkommen auch im neuen Jahr zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Sie kennen sie seit vielen Jahren, zeigen wir einmal im Monat einen ganz besonderen aktuellen deutschen Kinofilm. Und wie immer ist das natürlich in Kooperation mit EPD Film, das ist Deutschlands führende Fachzeitschrift. Die sitzen auch hier in Frankfurt, was ganz toll ist, seit 2005 von Anfang an immer mit dabei. Und Ulrich Sonnenschein, heute Autor und von EPD Film und Moderator bei HR2, wird nachher das Gespräch führen. Da freue ich mich sehr drauf, denn was immer dazugehört, das wissen Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie schon öfter hier bei uns waren. Wir haben den Regisseur zu Gast und das ist heute Peter Meister mit Das Schwarze Quadrat. Herzlich willkommen bei uns in Frankfurt. Hallo, guten Abend. Ja, lieber Peter, Mensch, so ein volles Kino bei 2G Plus im Januar, hättest du das gedacht? Ja, ich bin begeistert, super, freut mich. Du hast eine ganz spannende Geschichte mit diesem Film hinter dir. Das ist dein Debütspielfilm und du bist gleich bei den Hofer Filmtagen, einem der ganz wichtigen Festivals in Deutschland, nicht nur Eröffnungsfilm gewesen, sondern hast auch gleich noch den Förderpreis Neues Deutsches Kino gewonnen und dann auch den Kritikerpreis für die Produktion. Erzähl uns ein bisschen von diesem Hoferlebnis. Ja, das war natürlich toll. Wo fange ich an? Gerade weil Komödien nicht gerade prädestiniert sind, Preise zu gewinnen und auch irgendwie klar war, dass der Film jetzt im Kino, was die Auswertung angeht, nicht, also zuschauermäßig, sowieso, weil es ein kleiner Film ist, es sehr schwer hat und dann noch ein kleiner Film plus Corona es natürlich doppelt schwer hat. Deswegen war die Freude über die zwei Preise und die Eröffnung in Hof besonders groß, vor allem, weil da auch Corona noch nicht so war wie jetzt, da waren eigentlich die Kinos echt noch voll. Oktober war das. Genau, und auch da gilt, finde ich, wiederum, natürlich ist jeder Kinobesuch sehr wertvoll, aber gerade bei Komödien, wenn man so zusammen lacht, ist es doch echt schön, wenn das Kino voll ist und nicht irgendwie drei Leute auf 15 Meter Abstand irgendwo sitzen. Da kann man auch mal für klatschen, absolut, überhaupt für diesen großen Erfolg in Hof. Das war eine tolle Sache, ja. Du hast danach eine Kinotour mitgemacht. Das ist natürlich jetzt ja wahrscheinlich Zeitgeschichte fast schon, was du erlebst. Also durch Deutschland zu reisen, einmal mitzukriegen, wie unterschiedlich ist das? Wie nimmst du es wahr? Ist das Kino am Sterben oder lebt es umso mehr? Also ich bin grundsätzlich totaler Optimist, was es angeht. Das Kino wird niemals sterben, da bin ich mir ganz sicher. Es hat noch alles überlebt. Es wurde schon irgendwie fünfmal tot gesagt, keine Ahnung, als es der Fernsehen kam, dann die VHS, dann die DVD. Jedes Mal hieß es, jetzt ist es vorbei, jetzt kommen die Streamer, Kino ist tot. Ach Quatsch. Also natürlich, es macht total Spaß, eine Kinotour mitzumachen. Es gibt natürlich die unterschiedlichsten tollen Orte. Ob jetzt hier in Heppenheim in Hessen, kann ich auch nur mal empfehlen, vorbeizugehen. Ein Original 50er Jahre denkmalgeschütztes Kino, das ist wirklich jede Schraube noch aus den 50ern. Oder halt irgendwie ein großer Saal in Berlin, macht immer wieder Spaß, neue Sachen zu entdecken. Bevor wir gleich uns auf den Film stürzen, möchte ich natürlich noch fragen, wir haben eine Vorgeschichte, du hast dasselbe studiert wie ich und zwar auch fast zur gleichen Zeit, Filmwissenschaft in Mainz. Das ist auch schon für dich gearbeitet. Ja, ich war dann quasi Gästebetreuer Edgar Reitz Filmwoche 2009. Ja, lang ist her. Großartige Zeit auf jeden Fall, aber es war ein theoretischer Studiengang. Dann zum Filmemachen zu kommen, haben die wenigsten aus unserem Studium geschafft. War das für dich von Anfang an klar, dass es da hingeht? Nee, eigentlich nicht. Ich habe Filmwissenschaft angefangen zu studieren, nicht mit dem Interesse oder dem Willen, Regie zu machen oder Drehbücher zu schreiben. Das kam so peu à peu. Aber tatsächlich ist es dann doch so, dass das Schöne am Film machen, dass es ja auch so ein Projektding ist. Man will dann von einem zum nächsten und wenn man zum übernächsten, man fängt dann an, so einen Ehrgeiz zu entwickeln. Und deswegen war das eigentlich so ein langsamer Prozess eher. Nach vielen tollen Kurzfilmen, dann jetzt der erste Langfilm. Möchtest du uns was mit auf den Weg geben, bevor wir uns aufs Kreuzfahrtschiff begeben? Ach, viel möchte ich sagen nicht. Viel möchte ich nicht sagen. Viel Spaß dabei. Ist auf jeden Fall ein wilder Ritt. Ich hoffe, es gefällt. Ich habe viel ausprobiert. Das kann man mir, glaube ich, nicht vorwerfen. Und pickt euch die Sachen raus, die euch gut gefallen und dann wird es bestimmt ein netter Abend. Genau, nach dem Film bleiben Sie sitzen, dann gibt es hier vorne das Gespräch und darauf freuen wir uns sehr. Großen Applaus schon mal, Peter Meister, schön, dass du da bist. Spaß. Spaß mit Das Schwarze Quadrat. Und begrüßen Sie den Regisseur Peter Meister nochmal hier vorne bei uns. Dein Applaus, da kommt er. Und Ulrich Sonnenschein, der das Gespräch führen wird. Und die beiden werden erstmal ein bisschen unter sich reden. Und dann haben sie auch die Gelegenheit, nach einer gewissen Zeit auch Fragen zu stellen. Also jetzt das Wort hat Ulrich Sonnenschein.
Genau. So. Fühlt sich ganz gut an, das mal abnehmen zu können. Ja, es fühlt sich gut an, das abnehmen zu können. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass wir hier zusammenkommen konnten. Alles nicht selbstverständlich. Achso, wo geht's so? Alles gut, danke. Und ich kann auch dahin liegen. Danke. Bittermeister, das war dein erster Film. Lange nicht der erste Film, sondern der erste Langfilm. Du hast ungefähr 10 Kurzfilme und ich weiß nicht, 50 Imagefilme gemacht. Wie bist du auf die Idee gekommen, als erstes einen Genrefilm zu machen? Ich glaube, weil auch wahrscheinlich meine ganzen Kurzfilme Genrefilme waren, war das für mich nie wirklich eine Frage. Und ich würde auch sagen, dass die Idee zu dem Film auch gar nicht so sehr jetzt in der spezifischen der Handlung oder in dem Genre lag, sondern eher, es ging mir eher um die Art von Humor, die ich irgendwie machen wollte. Deswegen war das gar nicht so primär wichtig. Was wichtig war, glaube ich, ist das Primat der Unterhaltung. Also du hättest jetzt nicht einen Film machen wollen, der durchweg eine ernsthafte Auseinandersetzung mit Identität und Wirklichkeit und Schein ist, oder? Nee, dann wäre der Film anders geworden, wenn ich das vorgehabt hätte, hoffe ich. Oder aus Versehen so, aber das weiß man ja nicht. Also die, wenn du sagst, die Kurzfilme waren auch alle schon Genrefilme, dann die paar, die ich sehen konnte im Netz, es gibt so ein paar, die man finden kann, die haben sozusagen so einen inszenierten Unernst, aber sie sind keine Komödien, obwohl sie alle witzig sind. Und über diesen Film hast du mal gesagt, er ist grundsätzlich Komödie, aber nicht Comedy. Wo ist der Unterschied? Für mich liegt der Unterschied, glaube ich, darin, dass ich meine Figuren und deren dramatischen Hintergrund immer trotz allem ernst nehme, auch wenn ich dann gleichzeitig versuche, auch in was Slapstick oder Klamauk angeht, auch so möglichst in Extreme zu gehen, habe ich immer versucht, die Figuren ernst zu nehmen und die eben nicht zu Clowns werden zu lassen, was für mich oft so ein Kennzeichen für Comedy ist. Übrigens auch oft eher so ein Kennzeichen für deutsche Komödie. Ich habe mal ganz interessanten Artikel dazu gelesen, den Unterschied zwischen deutscher Komödie und Komödien jüdisch-amerikanischer Tradition. Und der Unterschied liegt vor allem darin, dass die Deutschen oft Clowns eben haben, um lustig zu sein, wie, auch wenn ich finde die toll, Otto Walkes oder Didi Hallervorden oder keine Ahnung, wie man als Bis zu Heinz Erhardt. Bis zu Heinz Erhardt, genau, während das bei der jüdisch-amerikanischen Tradition, so wie im Artikel beschrieben, eben eher ist, dass man nimmt die Figuren ernst, aber die Welt, in die man sie wirft, ist eine absurde. Und den zweiteren Weg, das war das, was ich auch machen wollte. Du hast so ein paar Elemente gerade schon erwähnt. Dieser Film ist ja voll von verschiedenen Versatzstücken, also ein Slapstick, genauso viel Drama auch drin, Liebesgeschichte, Situationskomik, Kitsch. Das heißt, du bist völlig angstfrei mit diesen ganzen Elementen umgegangen, hast gesagt, ich bediene mich mal einfach. Tatsächlich, ja, das habe ich mir zumindest vorgenommen, da möglichst angstfrei zu sein, weil ich auch finde, auch dass das, wenn man jetzt bei der deutschen Komödie bleibt, oft, also ich persönlich vermisse es oft, einfach mal so einen Mut, Sachen auszuprobieren, auch natürlich, klar, auch dann, man braucht dann für Mut auch scheitern zu können, weil nicht alles funktioniert dann, das ist irgendwie auch klar. Aber ich wollte einfach so befreit wie möglich in diesen Debütfilm starten und mal aus dem Vollen schöpfen. Es gibt auch zahlreiche bittere Momente. Du hast mal gesagt, dass das Buch von David Foster Wallace schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich, das eine wirklich groteske Seefahrt beschreibt in einem Hochseeschiff, das ein Vorbild auch war für diesen Film. Was hat dich daran fasziniert? Ich kann auch die Lektüre nur jedem empfehlen, ist eine sehr, fast eher eine Kurzgeschichte oder eine, weiß nicht, du bist der Literaturfachmann, Novelle. Das ist so Zwischending, Novelle, ja. Ja, sehr amüsant, das macht total viel Spaß, weil er einfach auch da sehr pointiert und treffend den Irrsinn von diesen Kreuzfahrten beschreibt und es war tatsächlich zentraler Inhalt meiner Recherche, die jetzt nicht so, es ging mir nicht darum, eine Kreuzfahrt irgendwie möglichst authentisch wiederzugeben, sondern ich habe das gelesen, fand das großartig und war dann mehr auf der Schiene, die dystopische David Foster Wallace Kreuzfahrt zeigen zu wollen. Eine der Hauptfiguren ist ein Bild, das schwarze Quadrat von Kasimir Malevich, Öl auf Leinwand, 60 Millionen Dollar wert. Wie stehst du persönlich zu diesem Bild? Ich stehe insofern, also meine Haltung zum Bild ist die, natürlich hatte die Auswahl dieses Bildes erstmal
ich sag mal, eher filmtheoretisch-praktische Gründe, aber je länger man sich damit beschäftigt, desto spannender und nachvollziehbar wird es, dass dieses Bild so einen wesentlichen Standpunkt in der Kunstgeschichte einnimmt. Also ich habe es quasi lieb gewonnen im Laufe der Zeit. Also man denkt ja so als Laie, das ist so völlig banal, dass es inzwischen solche Risse hat, das hat Malevich auch nicht beabsichtigt. Allerdings hat dieses Bild den Suprematismus begründet, also eine Kunstrichtung, die inhaltsbefreit bewegen wollte. Wie steht dein filmisches Interesse dazu? Ist das auch so ein bisschen so eine Art Suprematismus? Total, inhaltsbefreit bewegen. Mein Film ist die absolute Nullpunkt, das ist der Nullpunkt der Filmkunst, wie das Schwarzwald der Nullpunkt der Kunst ist. Nee, möglich. Was mich eher fasziniert eigentlich an dem schwarzen Quadrat ist sozusagen, ja, für mich ist das so, ich bin jetzt kein expliziter Kunsthistoriker oder Kenner, aber es ist halt wirklich ein Ausdruck eines Protests. Das ist für mich sowieso das erste Stück Punk in der Kunstgeschichte, weil es in der Zeit entstanden ist, in der sowas vollkommen undenkbar war. Und Malevich hat dieses Bild auch immer an die Stelle gehängt in den Ausstellungsräumen, wo eigentlich das Kruzifix hätte hängen sollen. Also es war ein spannendes, revolutionäres Werk. Kunst erfordert Wahrheit, nicht Wahrhaftigkeit, sagt Vincent und malt das schwarze Quadrat gleich nochmal neu. Das ist natürlich auch eine, wie auch immer, ironische Reprise auf den Kunstbetrieb. Und das hätte Malevich gefallen, denn Malevich wollte auf gar keinen Fall Einzigartigkeit herstellen und schon gar nicht 60 Millionen Dollar, sondern er hat das schwarze Quadrat x-mal gemalt und Einzigartigkeit war nicht sein Ding, sondern ein Statement. Das heißt, der Kunstbetrieb ist doch auch ein bisschen absurd. Auf jeden Fall, der ist bestimmt absurd, aber ich finde ihn auch irgendwie in seiner Absurdität ganz attraktiv. Also, keine Ahnung, der Fußballtransfermarkt ist wahrscheinlich ähnlich absurd. Es gibt halt immer neue Wege, um Wertigkeiten für irgendwas herzustellen. Und ich finde das gerade bei der Kunst irgendwie tatsächlich auf eine Art auch so amüsant, weil kein Mensch, also Kunst ist immer eine Geschmacksfrage. Es gibt einfach keine Richtlinie, die sagt, das ist jetzt gute Kunst, das ist schlechte, das ist was wert, das ist nichts wert, sondern es ist spannend zu sehen, was setzt sich durch und auch vielleicht Gründe, warum. Denn so dieses Argument, ja gut, ich mache jetzt einfach auch ein schwarzes Quadrat und mache 60 Millionen, der Person kann man viel Glück wünschen, kann auch funktionieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt, ist sehr hoch und das hat auch Gründe. Es gibt ja in der Filmgeschichte ordentlich Vorbilder für Kunstdiebe, Kunstfälscher, die sozusagen ein Subgenre schon wieder begründen. Ist dir das klar gewesen, was du da alles mittransportierst, wenn du sowas inszenierst? Was die Kunstdiebstahl quasi angeht. Klar, also man recherchiert. Zu Thomas Crown ist nicht zu fassen. Das ist auf jeden Fall ein toller Film. Es gibt auch wirklich so ganz unterschiedliche, es war auch ganz spannend in der Recherche, unterschiedlich, wie sagt man, nicht Genres wäre jetzt der falsche Ausdruck, aber unterschiedliche Formen des Kunstdiebstahls. Es gibt den Auftragsdiebstahl, es gibt den Diebstahl, wo ein Kunstbegeisterter sich sein sehnsüchtiges Werk quasi stiehlt. Es gibt gibt's viele Variationen, die alle spannend sind. Und was ich noch vielleicht erzählen kann, was ich ganz witzig fand, dass während ich dieses schwarze Quadrat geschrieben habe, ging gerade groß durch die Presse, dass auf der Yacht des saudi-arabischen Kronprinzen wohl ein Original Da Vinci zu finden sei. Also auch in einem Dokumentarfilm geendet hat, diese Geschichte. Den habe ich noch nicht gesehen, muss ich mal gucken. Wie heißt der? Leonardo irgendwas, ich habe den Titel jetzt leider okay, muss ich mal, genau, das war natürlich echt nochmal so eine Bestätigung zumindest, zu sagen, ja, diesen Irrsinn komödiantisch aufzuarbeiten, macht auf jeden Fall irgendwie Sinn. Naja, und das schwarze Quadrat hat, glaube ich, jahrelang in Ausstellungen gehangen, obwohl es eigentlich eine Fälschung war. Also nicht mal von Malevich stammte. Genau. Also, weil es ja technisch so leicht zu fälschen ist, wie man hier sieht. Genau, auch in Essen war das, gab es, ich weiß leider die Jahre nicht mehr, ich glaube in den 80ern eine große Ausstellung und das Plakat war ein Malevich, hat sich später herausgestellt, war eine Fälschung, das was abgebildet war, war gar kein Malevich. Ja, das ist das Problem mit der Echtheit. Echtheit ist letztendlich nur eine Konstruktion des Marktes, weil Echtheit an sich kunstkritisch keinerlei Rolle spielt. Genau, ja.
Es gibt dann noch ein zweites Genre in diesem, oder es gibt viele Genres, aber noch ein zweites eklatantes Genre, das ist die Verwechslungskomödie. Und dann David Bowie und Elvis, das ist schon eine Paarung, die ich erstaunlich, sagen wir mal vorsichtig, finde. Dann denkt man aber natürlich, wenn man diese beiden Figuren sieht, ja klar, der Dicke ist Elvis und der Dünne ist David Bowie. In welchem Moment war dir klar, dass das andersrum ist? Von Anfang an oder hast du es irgendwann im Laufe der Dreharbeiten einfach vertauscht? Nee, das war von Anfang an klar, weil für mich klar war, dass in diesem Film sozusagen alles, was Identitäten angeht oder Fälschung und Wahr, möglichst maximal vertauscht werden muss, bis zur Unkenntlichkeit. Deswegen war dann logisch, dass natürlich es irgendwie so kommen muss, dass der eigentlich überhaupt nicht der Bowie sein kann, Bowie ist, und der nicht Elvis sein kann, Elvis ist, verhältnismäßig. Ja. Der Kollege vom NDR hat für mich zitierfähig schön geschrieben, Bernhard Schütz hat mit David Bowie ungefähr so viel Ähnlichkeit wie Friedrich Merz mit George Clooney. Ich musste ähnlich lachen wie Sie. Das hat natürlich auch eine tragische Komponente. Ne? Das ist ein wichtiges Moment bei dieser Verwechslungskomödie. Genau, und ich glaube, die Tragik kommt daher, wenn man einfach die Figur trotz allem, trotzdem eigentlich so eine Art maximalen Klamauk, ich stecke da jetzt eine Figur in so ein viel zu enges Kostüm und er muss auf der Bühne singen, ist ja eigentlich an und für sich sehr albern, aber für mich wird es dann spannend, wenn man es trotzdem einfach ernst nimmt, weil er diesen Auftritt übrigens A, finde ich, fantastisch spielt und B, hat das für mich eine Tragik, weil er muss da jetzt irgendwie durchkommen, um sein Schicksal noch in der Hand zu behalten. Und ich finde das, also die Regieanweisung und auch sein Spiel, finde ich, haben das einfach die Situation trotzdem ernst genommen. Also er ist jetzt nicht mit pompös auf diese Bühne gesprungen und hat versucht, einen Witz draus zu machen, sondern die Tragik liegt im Scheitern, wenn man das Scheitern ernst nimmt. Diese Lookalike-Festivals oder Lookalike-Auftritte gibt es ja zahllos. Von David Bowie habe ich noch nie einen gesehen. Er hatte vor 2 Tagen am Montag seinen 10. Todestag. Wird er durch diese Lookalike-Geschichte geadelt oder ist das das Schicksal einer vergangenen Ikone? Gute Frage. Ich würde sie klar mit David geadelt beantworten, natürlich. Also ich finde, ich fand den Auftritt richtig, richtig gut. Ich glaube, David Bowie jetzt gefallen. Dieselbe Frage wie zu dem Bild. Wie ist deine persönliche Position zu Elvis und Bowie? Ich sag mal so, rein emotional stehe ich wahrscheinlich Elvis näher als Bowie. Bowie ist für mich jemand, den man mehr so als Kunstpersönlichkeit schätzt, aber mehr so auf einer intellektuellen Ebene. Und Elvis hatte oft eher, finde ich, für mich was Emotionaleres. Aber ich finde beides natürlich großartige Popkultur-Persönlichkeiten, Stars, die mit die berühmtesten sowieso aller Zeiten ja quasi sind. Wenn Bernhard Schütz dann It Ain't Easy singt, es ist nicht leicht, dann weiß man, was er meint. Warum dieses eher so aus der Backlist von Bowie, dieses Stück, und nicht einer der großen Hits, Heroes, Young Americans, was immer, China Girl? Das ist leider der Tatsache geschuldet, dass es dann doch ein Debütfilm ist. Und wir hatten sogar fast die Rechte an Space Oddity für einen bezahlbaren Preis, aber uns die Erben von Bowies Rechten einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und It Ain't Easy ist eben ein Song, den Bowie auch selbst gecovert hat, genauso übrigens auch wie Unchained Melody von Elvis. Und da muss man sich dann solche Tricks bedienen, um das halt noch im bezahlbaren Rahmen zu halten. Weil ich glaube, keine Ahnung, also wenn man so einen Megasong nimmt, ist es wirklich unglaublich teuer, wenn es dann irgendwie, wenn man mal hochrechnet, wenn dieser Film international verkauft werden würde, was dann für Kosten aufkommen würden, ist es quasi das Budget des Films ungefähr, ist echt richtig viel. Das ist auch ein Grund, warum Rolling Stones so selten in Filmen vorkommen, weil die unglaubliche Sekundensummen haben, in die Tausende pro Sekunde. Also das kann sich kaum jemand leisten. Ich bin die ganze Zeit im Zweifel auch immer noch, welche Figur mir tatsächlich überzeugender erscheint, die Elvis- oder die Bowie-Figur. Das schöne Scheitern ist, glaube ich, attraktiver als das glorreiche Siegen, oder? Wahrscheinlich, ja. Denke ich auch. Also ich möchte übrigens aber auch Jakob Matschens, also Jakob hat seinen Elvis-Part selbst gesungen, finde ich nochmal sehr erwähnenswert. Vor allen Dingen in dem letzten Stück jetzt. Genau, richtig. Aber ja, das Scheitern ist natürlich immer unterhaltsamer zumindest mal. Ja, und seine Elvis-Figur kann sich durchaus messen mit dem, was man so
aus der Realität kennt, in Dokumentationen aus Las Vegas, von den unglaublich vielen, unglaublich schlechten Elvis-Imitatoren. Wie viele hast du dir da angeguckt im Vorfeld? Tatsächlich keinen einzigen. Ich habe mir eher Elvis-Auftritte angeguckt, um irgendwie zu wissen, was man imitieren muss. Aber das Gute war ja, dadurch, dass Jakob Matschens jetzt kein professioneller Elvis-Imitator ist, musste man ja quasi aus Regiesicht einfach ihn möglichst Elvis mimen lassen. Also hätte ich ihn jetzt einen schlechten Elvis mimen lassen, einen schlechten Imitator, wäre das, glaube ich, hätte das, ja, kein er musste ja nicht gut sein, er sollte ja bewusst eben nicht der perfekte Elvis-Imitator sein, sondern er sollte ein kleiner Ganove sein, der plötzlich Elvis mimen muss. Deswegen hätte das Nachstellen einer schlechten Imitation, glaube ich, nicht weitergeholfen. Dann hast du eine Methode angewandt, die sehr probat ist und in vielen Filmen sehr erfolgreich angewendet wird. Man nimmt möglichst ungleiche Figuren, sperrt sie in einen begrenzten Raum und lässt sie nicht mehr frei und guckt dann, was passiert. Das klingt so einfach, ist aber eine starke Konstruktion, die viel Arbeit erfordert, oder? Ja, es hat so seine Vor- und Nachteile. Also klar, es ist viel Arbeit, aber mir war auch schon immer klar, ich hatte auch in meinen Kurzfilmen immer recht kammerspielige Elemente und ich wollte auch das eigentlich so ein bisschen kammerspielig inszenieren. Man nimmt sich natürlich viele Freiheiten, dafür kann man sehr viel mit Figuren arbeiten und die aufeinander prallen lassen. Du hast es am Anfang schon gesagt, dass der Unterschied zu einer Knallkomödie ist eben, dass man die Figuren ernst nimmt. Wie hast du diese Figuren entwickelt und wie ist es zu diesem relativ großen Ensemble gekommen? Also man hätte das tatsächlich ja auch viel kammerspieliger machen können. Wie habe ich die Figuren entwickelt? Ich habe tatsächlich viel, zum Beispiel mit Jakob und Bernhard, sehr viel geprobt. Das hat auch viel Spaß gemacht. Wir haben da schon Wochen, Monate vorher uns immer wieder getroffen und auch viel den Figuren dazu gedichtet und die uns überlegt. Dass es so ein größeres Ensemble ist, das war natürlich von Anfang an klar, weil es mir schon darum ging, auch so ein bisschen so im Gesetz der Screwball-Komödie, es sollte natürlich eine gewisse Art Hysterie entstehen, dass wirklich jeder mit jedem irgendwas hat und eine vollkommene Undurchsichtigkeit entstehen, wie die Konstellationen sind und das auch bewusst übertreiben. Also es ist ja nicht nur wir, die den Überblick verlieren, sondern auch die Figuren selbst verlieren sozusagen den Überblick über das, was da gerade passiert. Und trotzdem geht es nicht verloren. Trotzdem geht die Spannung nicht verloren und auch der Erzählfaden nicht. Ja, also gefällt mir natürlich, wenn es so ist, finde ich auch. Auch da würde ich sagen, ist so ein bisschen tatsächlich wieder ganz einfach gesagt, wenn man die Figuren trotzdem in ihren Sehnsüchten und ihren Träumen ernst nimmt, weil alle Figuren haben natürlich auch was Ähnliches, sie haben alle Träume, sind eigentlich alle enttäuscht und irgendwie eher tragisch Figuren auch auf eine Art. Ob das jetzt die Viktoria Trautmannsdorf als Cruise-Managerin ist, die eigentlich von einem besseren Leben träumt, oder der Gigolo Christopher Scherf, der eigentlich gerne der große Casanova wäre, aber trotzdem auf so einem Kreuzfahrtschiff festhängt. Die haben natürlich auch alle sozusagen so ihre Enttäuschungen, mit denen sie abzuarbeiten haben. Und dass man bei den Figuren bleibt, liegt auch, glaube ich, einfach immer darin, dass man sie ernst nimmt. Was mir vor allen Dingen gut gefallen hat bei dem Film, ist, dass man das Gefühl hat, dass so beiläufig ganz viele kleine Perlen ausgekippt werden. Also da heißt es irgendwann mal, mach das Publikum mit einem Tanz glücklich. Und ich glaube, dass da so ganz, ganz viele Tänze in diesem Film stecken. Auch das Bild am Schluss von Jakob Matschens als Elvis, was ja hergestellt werden muss und dann kommt es 30 Sekunden im Film vor. Also er hat ganz viel so Verausgabungsmomente. Wie ist das dir ergangen beim Schreiben und dann auch beim Drehen? Hast du immer wieder neue Einfälle eingearbeitet? Ja, mir ging es auch immer darum, dass man diese Einfälle, dass die tatsächlich auch so was Beiläufiges haben, dass man die auch so kettenmäßig aufeinander setzen kann und dass die auch schnell abgelöst werden. Also, dass man Momente immer wieder bricht, ob das jetzt ein dramatischer Moment ist, den man irgendwie plötzlich oder schneller als man vielleicht vermutet mit irgendwie Klamauk bricht oder dass dann plötzlich was Kitschiges kommt. Das war mir immer wichtig, sozusagen nicht zu lang irgendwo zu bleiben, um zu dem Ganzen ein zu großes Gewicht zu geben, sondern dass es so eine Art leichtfüßige Beiläufigkeit hat. Es gibt Liebe, aber keinen Sex, dafür abgebissene Brustwarzen und abgeschnittene Finger. Also irgendwo musstest du eine Grenze auch übertreten für dich, oder? Wie ist das zu verstehen, diese inhärente Brutalität?
diese Brutalität, ja, ich finde, es auch da eigentlich, es passt ein bisschen zu dem, was ich eben gesagt habe, dass ich auch da immer so Überraschungen gesucht habe, um möglichst schnell irgendwie was Neues zu finden. Also das ernste Drama mit dem Kitsch sprechen, plötzlich ist eine ernste Gewalt da. Und dann gründet diese Brutalität auch noch in der, also ich fand einen Film zum Beispiel, der mir sehr gut gefällt, ist von den, wobei so gut gefällt er mir gar nicht, aber ich liebe die Coen-Brüder und ich finde Burn After Reading zum Beispiel, mochte ich einfach total die Szene, wenn Brad Pitt plötzlich den Kopf weggeschossen bekommt und man ist die ganze Zeit in so einer, ja, netten Komödie, plötzlich klatscht der Kopf nach hinten und man denkt so, wow, was war das denn? Und man schaut so einen Film plötzlich einfach auf einer anderen Ebene. Und auch der Brustwarzenbiss kommt, glaube ich, auch für mich zur richtigen Zeit, bevor man so langsam wegnickt. Und man weiß, dass später diese Zaubershow kommt. Fand ich einfach gut, dass man diese Zaubershow nochmal mit so einem Grundgefühl schaut. Da kann jetzt wirklich irgendwas richtig Brutales passieren, dass man die Situation plötzlich dann doch noch ernst nimmt. Dass nochmal so ein Weckruf ist, dass man sich in diesem Kosmos des dystopischen Schiffs nicht zu sicher fühlen darf. Also es ist alles möglich, auch was wirklich Brutales. Man erwartet ja so ein bisschen, dass diese Zaubershow-Szene, dass die noch eine Auflösung erfährt. Die hältst du uns vor. Warum? Ja, die Zaubershow, da mochte ich einfach auch wieder diesen Bruch. Da geht es ja bewusst ins Surreale regelrecht. Auch, dass dann später Sandra Hüllers Kiste auf dem Meer schwimmt. Da sind wir jetzt dann in Bereichen, die real nicht mehr erklärbar sind. Und ich glaube, die kann man einfach nicht erklären. Das muss dann so bleiben. Und die auch in einer Szenerie mit großem Matte Painting getaucht werden, die keine Realität mehr vortäuschen wollen. Genau, ja. Und das ist, du hast vorhin gesagt, es ist gedreht auf der Außenalster. Oder auf der Innenalster. Genau, es war auf der Außenalster gedreht, richtig. Aber ich finde, die VfX-Leute haben einen guten Job gemacht. Unbedingt. Auch da haben sie nochmal die Kitsch-Momente aufgenommen. Ja, auf jeden Fall. War ein großes Finale. Du hast ziemliche Stars in deinem Debütfilm. Auch das ist nicht selbstverständlich. Nicht zuletzt Sandra Hüller. War das schwierig, diesen Cast zusammenzustellen? Oder ist das tatsächlich auf Grundlage des Drehbuchs, wie man das halt so macht? Man verschickt das Drehbuch und hofft, dass die Leute Ja sagen? War das so? Tatsächlich Zweiteres. Also ich habe das sehr positiv wahrgenommen, dass ich bei allen Schauspielern das Gefühl hatte, übrigens auch schon bei meinen Kurzfilmen, natürlich waren es da nicht solche Stars, aber dass die einfach Lust haben auf gute Rollen und auf gute Bücher und dass man da total offen ist. Und ob das jetzt ein Debütfilm ist oder, mich kennt natürlich als Regisseur noch niemand, dass da ein ehrliches Interesse da war und man quasi mit jedem Buch eine Chance hat und diese Bücher auch gelesen werden. Und ja. Du hast für das Buch 2018 bereits den Tancred d'Ors Drehbuchpreis bekommen. Was hat da der Jury besonders gefallen? Weißt du das? Es gab eine Jurybegründung, die ich natürlich 2000 bis 3000 Mal gelesen habe, aber dann will ich, na Quatsch, Scherz. Ich muss kurz nachdenken, was hat Ihnen gefallen? Ich glaube, es war einfach, es gibt irgendwie lebhafte Dialoge und irgendwas. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, aber ja, habe mich sehr über den Preis gefreut. Ja, das ist ja schon für den ersten Langfilm, so einen Preis zu kriegen, ist natürlich erfolgsversprechend erstmal und natürlich auch freut man sich natürlich darüber. Total, also vor allem, ich bin auch eher Autodidakt, ich war auf keiner klassischen Filmhochschule, das haben wir auch nicht vergessen und man taucht ja auch trotzdem auch mit dem Debütfilm in eine Branche ein, die natürlich irgendwie guckt, okay, traut man diesem Nachwuchsregisseur ein Auto etwas zu und da ist so ein Preis wahnsinnig wichtig, auch schon auch bei dieser Drehbuchwerkstatt München, bei der Drehbuchwerkstatt München genommen worden zu sein, da absolviert zu haben. Das sind dann so Stempel, die natürlich dazu geführt haben, dass ich den Film machen konnte. Ja, aber passiert da nicht etwas, dass man sozusagen ganz eng an diesem Drehbuch klebt, weil es schon so ausgezeichnet worden ist, weil es so viele Leute gut gefunden haben und sich nicht mehr traut, dann am Set Improvisation zuzulassen, Veränderungen zuzulassen. Wie starr war das Drehbuch, als ihr dann angefangen habt zu drehen? Oder habt ihr einzelne Szenen dann auch noch ganz anders inszeniert, als sie ursprünglich geschrieben waren? Also zunächst mal würde ich sagen, dass die Drehbuchfassung von dem Tancred d'Ors Preis zu dem, was jetzt im Film ist, extrem anders war. Ich glaube, die gesamte zweite Hälfte also ist vollkommen neu. Auch weil meine erste Drehbuchfassung damals auch nicht realistisch finanzierbar gewesen wäre. Ich musste noch also oft auch einfach rein produktionstechnisch ändern.
Und dann bin ich total offen. Ich versuche da immer Teamplayer zu sein. Ich will einfach, dass da möglichst guter Film bei rauskommt, wenn gute Ideen von irgendeiner Seite kommen. Ob das jetzt Redaktion ist, Produzenten, Schauspieler, nehme ich das an. Wir haben jetzt nicht wahnsinnig viel improvisiert, aber bis zum gewissen, gerade schon als zum Beispiel bei Bernhard Schütz, toller Tanz, das war auch wirklich Impro. Wäre auch wahrscheinlich anders irgendwie nicht richtig möglich gewesen, ihn einfach loszulassen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt Szenen vorgebe und sage, okay, Leute, macht jetzt mal, was ihr wollt. Es gibt schon immer eine Drehbuchbasis, aber mir macht besonders viel Spaß, dann einfach so eine Szene immer weiterzuentwickeln, bis sie halt möglichst gut funktioniert. Ich habe es vorhin schon gesagt, du hast 10 fiktionale Kurzfilme gedreht vorher. Wie lang war der Weg vom ersten Wort bis zur letzten Klappe bei dem Schwarzen Quadrat? Das ist, da kann ich jetzt eine Zeitangabe geben, die aber nicht so ganz realistisch ist, weil man darf diese ganzen teilweise Halbjahre des Wartens natürlich nicht so richtig mit dazu rechnen, denen ich an dem Buch eigentlich oder an dem Projekt nichts mache. Aber ich habe angefangen, es zu schreiben 2017, 18 und wir haben gedreht 2020, Februar, März, hatten dann Corona-Drehstopp Juni, also ja, waren es dann schon 2,5 Jahre und man arbeitet was schon. Was nicht lang ist übrigens. Genau, eigentlich ging es relativ schnell, aber bis jetzt, wenn man bedenkt, jetzt wann der Film hat Weltpremiere in Hof gefeiert, 2021 im Herbst, muss ich sagen, okay, also wenn ich in dem Rhythmus weitermache, wird. Muss braucht man auf jeden Fall viel Geduld, sagen wir mal so. Ja, man muss schon Woody Allen sein, um jedes Jahr einen Film drehen zu können. Das schaffen nicht so viele. Corona ist so ein Punkt. Ihr habt tatsächlich angefangen zu drehen, da war Corona noch eine ferne Krankheit in China und 4 Wochen später habt ihr alle Masken aufgehabt. Wie ist das gegangen? Wie habt ihr diesen völlig Corona-freien Film herstellen können in der Zeit der Pandemie? Ja, es war natürlich nicht so ganz einfach, weil auch keiner wusste, was auf einen zukommt und was das überhaupt ist. Dann ist es auch wirklich schwierig für die Produktion gewesen, weil man ist mit einer Filmproduktion natürlich gegen alles versichert, außer gegen eine Pandemie, die ist nicht versicherbar. Das heißt, die hat natürlich auch ein extremes Risiko. Haben das aber super gemacht. Wir hatten dann Drehstopp und haben im Juni wieder anfangen können zu drehen. Und eigentlich, muss ich sagen, hat der Film im Nachhinein nicht wirklich darunter gelitten, außer dass sie vielleicht ein paar Abläufe dann länger gebraucht haben als vorher. Ich als Debütregisseur kann jetzt schon mal sagen, ich bin jetzt mit allen Wassern schon nach dem ersten Film gewaschen. Ich glaube, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr kommen. Ja, es war ja vor allen Dingen die Zeit ohne Impfung und auch die Tests waren nicht für 1,50 Euro im Supermarkt zu kaufen. Das heißt, ihr musstet irgendwie schon gucken, wie ihr damit klarkommt. Ja, also es gab dann, man muss auch grundsätzlich mal die Filmproduktionslandschaft loben, glaube ich, weil die mit so die Vorreiter waren in Deutschland oder vielleicht auch weltweit, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, was so Umgang mit Corona und trotzdem weiterarbeiten angeht. Also wir hatten da schon eine ausgeklügelte Technik. Ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf, es wurde, glaube ich, irgendwie Fieber gemessen, dann gab es halt irgendwie Masken, Desinfektionszeug. Ja, und wir hatten das Glück, muss man auch sagen, dass wir irgendwie im Juni wieder angedreht hatten, als Corona in Deutschland zu dem Zeitpunkt quasi fast nicht existent war. Es waren irgendwie so 300 neue Infektionen am Tag, deutschlandweit. Das war jetzt dann nicht so, hatte dann nichts Bedrohliches zu dem Moment tatsächlich. Du bist zwar in Bonn geboren, aber in Bensheim aufgewachsen, also quasi ein Hesse, und hast dort mit einem Freund die Kabakon Film und Medien Company oder Firma gegründet, etabliert und dort kommerzielle Filme gemacht, Imagefilme, aber eben auch diese 10 Kurzfilme. Warum diesen nicht? Vielleicht, weil in mir Gott sei Dank so ein Instinkt wach wurde, dass wenn es um solche Gelder geht, dass man vielleicht aufpasst, wie man sich ins Risiko begibt. Also ich als jenseits der Millionengrenze. Jenseits der Millionengrenze mit, es gibt eine Pandemie und du bist nicht versichert und vielleicht hast du morgen 1 Million Schulden, ist natürlich Aussicht, die jetzt nicht so wahnsinnig spannend. Nee, also warum habe ich es nicht gemacht? Eigentlich glaube ich auf eine Art, klar, ich bin natürlich in der Hinsicht überhaupt nicht erfahren, wäre ich nicht erfahren gewesen und B, war ich ja Autor und Regie, hätte ich jetzt noch meinen ersten Film selbst produziert, wäre jetzt einfach auch ein bisschen viel gewesen. Also hätte vielleicht klappen können, aber man profitiert natürlich total von einer etablierten Produktionsfirma, von deren Kontakten, von deren Know-how und jetzt irgendwie alles in jedem Bereich quasi der Neuling zu sein, ist es vielleicht nicht die optimale Ausgangsposition. Ich will noch ein bisschen Werbung machen für diese Kurzfilme, diese beiden, die ich gesehen habe.
Der eine heißt, es war feucht, dunkel und roch nach Holz. Und die Inhaltsbeschreibung ist besonders schön. Die letzten 10 Minuten vor dem Beginn eines welthistorisch bedeutungsvollen Ereignisses werden filmisch dokumentiert. Das sagt gar nichts, aber es war dunkel und feucht und roch nach Holz. Da denkt man doch erstmal an einen Sarg. Was kann man jetzt über den Film verraten, ohne dass die Leute direkt alles wissen? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ohne dass sie alles wissen, es geht um Soldaten in einer Holzkiste, vielleicht so viel. Und Wolfgang Packhäuser spielt schon mit. Genau, der hat auch hier im Film den Security-Mann gespielt. Das mit den langen grauen Haaren am Schluss, genau. Der das Sarg aus dem auch Fenster schmeißt. Echter Hesse kommt aus Wiesbaden. Und es ist wirklich ein sehr sehenswerter Film, ist bei Vimeo zu kriegen, kostenfrei, kann ich nur empfehlen. Der andere heißt Parkplatzliebe und hat sogar einen englischen Titel, Parking Love. Und das fand ich, weil das so eine pseudo-ernste Geschichte ist. Also da ist nicht wirklich eine Komödie, es gibt auch überhaupt keinen Witz, außer dass der Hauptdarsteller irgendwann pinkfarbene Gummistiefel anhat. Aber es ist trotzdem nicht ernst. Und diese pseudo-ernste Haltung, die fand ich spannend. Wie entwickelst du sowas? Das war tatsächlich mein erster Kurzfilm, ist auch schon ein bisschen her, 2012, glaube ich, habe ich den gedreht, oder 13 rum. Dieses Pseudo-Ernste, ja. Gute Frage. Wie entwickelt man das? Ehrlich gesagt, ich glaube, sowas kommt so ein bisschen durch so eine Art Bauchgefühl für so eine Geschichte. Also ich, wenn ich ein Drehbuch schreibe, habe ich eigentlich immer den Film schon im Kopf und ich beschreibe eigentlich nur, was ich schon so sehe. Bin da eher so, ja, wie kommt man da hin? Kann ich dir leider jetzt nicht so richtig beantworten. Also ich kann noch 2 Sätze zum Inhalt sagen. Bei dem Film ist das nicht so wichtig. Es geht um ein Treffen nach einer Dating-App zwischen einem Mann und einer Frau, die schon optisch überhaupt nicht zusammenpassen, die dann aber doch versuchen, irgendwie ein sexuelles Erlebnis zu haben miteinander. Und dann kann man sich quasi vorstellen, wie es zu Ende geht, nämlich in pinkfarbenen Gummistiefeln. Und es ist ein Film, der ist, weiß ich nicht, 7 Minuten lang und hinterlässt aber für mindestens 60 Minuten Gedankenarbeit. Das ist ein tolles Lob, da freue ich mich. Das finde ich gut. Wenn das so passiert, perfekt. Ja. Nee, klar, es ist, ich glaube, vielleicht war mein Instinkt auch da schon, dass man einfach die, auch wenn man da, also wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mal den Bogen zum schwarzen Quadrat spanne, habe ich auch da, dass ich quasi 2 ganz unterschiedliche Menschen in kleinstem Raum aufeinanderprallen lasse und einfach mal gucke, was passiert. Und trotzdem die beiden Figuren auch bei Parkplatzliebe schon in ihren Sehnsüchten und Träumen irgendwie versuche ernst zu nehmen. Und wenn man dann so eine, ja, eine tendenziell absurde Situation wie entweder eine Kreuzfahrt oder ein Parkplatz-Sex-Treffen halbwegs ernst nimmt, dann lässt sich so ein Drehbuch eigentlich relativ einfach schreiben, finde ich. Was man beobachten kann bei all deinen Kollegen ist, die fangen alle irgendwie mal mit Kurzfilmen an und kommen dann ins Kino und dann ist dieses Genre Kurzfilm ist weg. Sehr schade, finde ich das. Hast du noch Ambitionen, auch mal wieder einen Kurzfilm zu machen? Ich finde es tatsächlich auch sehr schade, weil ich finde, man darf auch nicht vergessen, dass jeder Kinofilm von fast jedem Regisseur, Regisseurin, natürlich, es gibt ja immer mehr Leute, die mitsprechen, es gibt produktionelle Bedingungen, die einen irgendwie einschränken, was ganz klar ist. Deswegen sind Kurzfilme oft, finde ich, so ein bisschen so die Reinform dessen, was Filmemacher eigentlich und Filmemacherinnen zeigen können. Und es gibt tatsächlich relativ wenig Plattformen, die wirklich gesehen werden. Also dass man abgesehen mal von Kurzfilmfestivals, jetzt im Fernsehen oder im Kino, der gute alte Vorfilm ist auch halbwegs ausgestorben. Bei Arte gab es mal ein Format, auch das ist ja vorbei. Kurzschluss, ja. Deswegen finde ich es auf jeden Fall schade. Und habe ich jetzt einen Kurzfilm in Planung, ehrlich gesagt aus erstmal rein monetären Gründen, drängt sich es einem jetzt nicht auf, weil man natürlich damit kein Geld verdienen kann. Aber ich finde Kurzfilme, also ich persönlich gucke sie auch immer noch sehr gerne und freue mich immer, wenn es Gelegenheiten gibt und hoffe, dass es irgendwie in seiner Form auch nicht ausstirbt, sondern erhalten bleibt. Kannst du schon was sagen über zukünftige Projekte? Du hast relativ viele parallel in der Pipeline. Was ist da dein Lieblingsprojekt? Ja, ich habe tatsächlich ziemlich viel geschrieben. Das war quasi das Corona-Günstige für mich. Ich hatte viel Zeit zum Schreiben. Mein Lieblingsprojekt, ich habe drei, für die ich auch schon Drehbücher habe. Das eine ist, spielt im Mittelalter tatsächlich auf einer belagerten Burg und das andere ist eine sehr schwarze Komödie über Menschen, die in den Wald gehen und einen Wolf jagen und am Ende kommt der Wolf nie und sie bringen sich alle gegenseitig um. Das ist, es sind allesamt Komödien und sie sind alle tendenziell, würde ich sagen, nochmal deutlich schwärzer geworden von ihrer Grundhaltung als das schwarze Quadrat.
Und man weiß aber noch nicht, welche Komödie jemals das Licht der Leinwand erblicken wird. Das weiß man nicht, aber ich gebe alles, dass es möglichst eine hohe Quote hat. Gut, dann will ich mich mal beschränken und Ihnen die Möglichkeit geben, Ihre Fragen loszuwerden. Dann geben Sie mir einfach ein Zeichen und ich komme zu Ihnen. Danke. Ich habe Fragen und eine Meinung. Wenn ich das ernst nehme mit Bowie und eben Elvis, die entgegengesetzte, dann kann ich auch die Frauen, die als einzige echte Grausamkeiten begehen, also Brustwarze ist auch schlimm, aber Finger ist für mich noch fast schlimmer, dass das Frauen sind, während im Leben ja sonst die Gewalt von Männern viel stärker ausgeht. Frage 1. Das Zweite, mich hat das eigentlich gewundert, deutsche Komödie gegen amerikanische Tradition, englisch-amerikanisch, weil wir sehen hier im Moment eigentlich sehr viel französische Komödien und da finde ich immer den großen Unterschied, deutsche Komödie und französische. Und das Dritte ist, ich habe dann verloren und würde gern wissen, was mit denen passiert ist, mit den beiden echten Verwandlungskünstler, die dann am Flughafen in dem Ding stehen. Und als Meinung nur ganz kurz, es sind alle Schauspieler gut, aber es ist einfach unglaublich, wie die Sandra Hüller nur durch Anwesenheit den Raum füllt. Unglaublich. Ihr Lob, Sandra Hüller, kann ich absolut nachvollziehen, finde ich auch großartig. Auch nochmal so vom Drehen als Erfahrung ist wirklich... Ich glaube, ganz ehrlich, ich hätte jeden Take von ihr nehmen können. Sie ist wirklich eine ganz großartige Schauspielerin. Zu Frage 1, die Gewalt von Frauen, das ist natürlich auch auf eine Art kein Zufall, weil es mir immer um die Überraschung geht, um gerade eben um den bewussten Bruch mit den Gesetzmäßigkeiten, die man so kennt. Und deswegen war es mir, finde ich es gut, dass die Frauen die Gewalttätigen sind und eben nicht die Männer, um auch dieses Klischee zu brechen. Frage 2. Jetzt muss ich ganz kurz nochmal sammeln, war Frankreich. Ach, Komödie Frankreich. Dazu kann ich Ihnen leider nicht so viel sagen, weil ich tatsächlich relativ selten französische Komödien geguckt habe in der letzten Zeit. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Im Kino sind sehr viele. Genau, im Kino sind sehr viele. Es ist tatsächlich eigentlich erstaunlicherweise oft, oder was ich so gesehen habe, nicht so mein Geschmack, weil ich zum Beispiel finde, dass so eine der letzten französischen Komödien, die ich geguckt habe, war zum Beispiel Ziemlich beste Freunde, was mir... Ich finde diesen Film, der hat vollkommen natürlich seine Berechtigung. Was ich an solchen Filmen ein bisschen schade finde, ist, dass das Filmplakat den gesamten Film eigentlich erzählt, so ein Frame. Ich habe den Mann im Rollstuhl, den Reichen, und den schwarzen Mann offensichtlich von seiner Kleidung ihm sozial irgendwie untergeordnet. Und dann kann man sich schon, ist schon so auf einem Frame diese ganze Geschichte klar, was ein super Verkaufsargument ist. Und wenn ich jetzt es mit dem schwarzen Quadrat zum Beispiel vergleiche, ist die Geschichte ja auf eine Art eigentlich eher belanglos. Ich habe eher so als filmische Vorbilder zum Beispiel für Schwarzen Quadrat, wenn ich an Big Lebowski denke, den habe ich wahrscheinlich 30 Mal gesehen, den Film, könnte bis jetzt noch nicht so genau sagen, was da eigentlich mit dieser Verschwörungsgeschichte und was da eigentlich genau passiert, weil es nicht so wichtig ist, weil es eher um so eine Art Tonalität geht. Und zur dritten Frage, was die hinterbliebenen Charaktere angeht. Das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Das ist ein bisschen genremäßig geschuldet. Also wenn ich eher so eine Art Gegenfeststellung mache, wenn ich zum Beispiel einer der größten Filme in der Hinsicht Some Like It Hot, manche mögen es heiß. Diese Filme, man kann solche Filme nicht zu 100% auf ihre Tauglichkeit abklopfen, dass es logisch ist, weil dass die beiden jetzt bei dieser, also wenn ich bei Some Like It Hot zum Beispiel bin, dass die beiden jetzt bei dieser Band bleiben, auch trotz der Liebe, ist es natürlich alles bis zum gewissen Grad, wenn man so eine Art Hysterie anstrebt, muss man sich zum Teil von absolut rein logischen, kriminal-logischen Sachen ein bisschen verabschieden. Weitere Fragen oder Kommentare? Doch, wie es Ihnen gefallen hat. Ist immer noch interessant für Peter. Ich kann auch zwischenzeitlich mal eine Quizfrage stellen, die ich immer ganz gerne stelle. Es gab ja 3 schwarze Quadrate. Am Ende hat Bernhard Schütz 2 schwarze Quadrate auf seiner Rettungsinsel. Das Original und eine Fälschung. Weiß denn jemand, wo das dritte Quadrat geblieben ist? Nee, das war das Original.
Ich habe selbst beim Schreiben auch irgendwann vergessen, wusste auch nicht mehr. Deswegen stelle ich die Frage immer ganz gerne, weil ich selbst immer nicht mehr wusste, aber ich weiß es jetzt. Okay, ich kann auch auflösen. Oder? Ja. Richtig, sehr gut. Wo? Sagen Sie es nochmal? Bei den Russen in der Kabine, bei der Übergabe. Ja. Interessant. Wollen Sie noch was wissen von Peter? Ja, ich gebe mal das Mikro an Sie weiter. Nee, weil wir zeichnen es auf, sonst hören wir Sie nicht. Also ich das mit dem Urin, das habe ich nicht so ganz... Für was war der Urin überhaupt da? Der Urin war da. Es sollte einfach sein, dass aus sehr rudimentären Möglichkeiten, die man auf dem Kreuzfahrtschiff hat, diese Kunstfälschung funktioniert. Ja, ja. Und ich habe tatsächlich auch mich über Kunstfälschung informiert und es sind auch oft eher natürliche Stoffe, die gebraucht werden. Und da war es natürlich klar etwas fäkalhumoristisch dann der Urin, der dann quasi das Weiß war zu weiß. Also das Weiß durfte nicht so weiß sein, weil das einfach nicht realistisch gewesen wäre. Es musste ein bisschen gelblich eingefärbt sein. Ja, ja, okay, aber riecht denn Urin dann so lang noch? Im schwarzen Quadrat auf jeden Fall. Noch mehr Tricks über Kunstfälschung, die Sie wissen wollen? Ja. Der Darsteller des David Bowie hat es ja wirklich toll gemacht im Rahmen der Möglichkeiten, die er eben hatte. Und es wirkte auch sehr gut, dass er eben nicht sich professionell vorbereitet hat, sondern eben wirklich aus dem Nichts heraus die Rolle spielen musste. Aber die Frage war jetzt wirklich, hatte der Schauspieler irgendeinen Bezug vor zu David Bowie oder war er wirklich so unbedarft, dass er auch dachte, der wäre schwul oder AIDS gestorben? Sie meinen jetzt, ob der Schauspieler es dachte? Ja. Nee, der Schauspieler natürlich nicht. Das war, sollte natürlich die ignorante Figur sein, ja. Aber er hatte schon einen Bezug zu David Bowie, also kannte er ihn, oder war das wirklich für ihn was ganz Abstraktes? Ich meine, ob Bernhard Schütz einen Bezug zu David Bowie hat? Ja. Muss ich kurz, ehrlich gesagt, wenn ich Bernhard Schütz richtig einschätze, würde ich sagen, bestimmt, weil ich ihn als sehr interessiert auf dem Feld einschätze, aber ich kann es jetzt nicht beschwören, müsste man Bernhard Schütz fragen. Weil du ihn von Anfang an auch im Kopf hattest beim Schreiben schon, hast du vorhin erzählt. Ja, das auf jeden Fall. Ich hatte ihn beim Schreiben im Kopf und Bernhard ist auf jeden Fall jemand, der, ja, in solchen Kultur- und Kunstsachen extrem interessiert ist. Und ich glaube, da kommt man an David Bowie eigentlich nicht vorbei, aber ja. Ich kann es nicht beschwören. Ja, unsere Vorführerin hat eine Frage. Und die steht ganz hinten in der Ecke. Danke. Ja, ich wollte mal nur sagen, ich fand den Film ganz lustig und wollte mich aber auch bedanken für die Filmzitate, die drin waren von Tarantino und Star Wars. Das fand ich ganz nett. Vielen Dank dafür. Ja, dazu, also klar, ich habe ja eingangs erklärt, ich bin ja Filmwissenschaftler, eigentlich Theoretiker wie Urs. Ich muss eine Sache da leider von mir weisen, das Star Wars Filmzitat ist tatsächlich Zufall. Ich habe Star Wars nie geguckt, trotz Filmwissenschaftsstudium. Und ich habe den ersten Film geguckt, aber ich glaube, da kommt das Zitat nicht vor. Aber ich habe von mehreren gehört, ja, und das Star Wars Zitat am Ende, das war tatsächlich Zufallsprodukt. Es ist aber auch witzig, dass sie dass es in dem Moment gesagt wird, wo die Kiste reingeworfen wird, weil das wird ja von Prinzessin Leia gesagt, wenn Han Solo eingefroren wird, sozusagen das Carbonit. Und dann ist er ja auch eigentlich so. Und kurz davor sagt sie, ich liebe dich, und er sagt, ich weiß. Und ich fand das so witzig, weil ich dachte, aha, das ist ja auch eine Kiste involviert irgendwie. Ja, das ist ja, schade, das ist schön am Filme machen, dass dann solche Zufallsprodukte entstehen können und es irgendwie noch besser machen. Ja, verstehe ich, aber ich hab natürlich viele Zitate. Ich kann zum Beispiel sagen, es gibt viel, auch diese Kunstgespräche, Thomas Bernhard, alte Meister, finde ich ganz großartig, also da habe ich einiges rausgenommen. Oder natürlich Taxi Driver, wenn Christopher Schärfer vom Spiegel seine Messerschiene ausprobiert, swimmelt von Filmzitaten, ja. Oder Literatur, wie Thomas Bernhard. Würdest du sagen, wenn ich kurz fragen darf, das Filmwissenschaftsstudium und die Filmgeschichte, die du kennengelernt hast, das ist ja was heute an Filmhochschulen eben eher so nur noch ein Randaspekt ist, leider Gottes. Du bist quasi Autodidakt, hast ein theoretisches Studium gehabt. Würdest du sagen, hast du da jetzt irgendwelche Vorteile vielleicht sogar gegenüber anderen Kollegen in der Branche durch diese Kenntnisse?
Das kann ich schwer beurteilen. Ich glaube, was auf jeden Fall extrem viel hilft, ist einfach, wenn man viel Film geschaut hat, weil es dürfte wahrscheinlich vergleichbar sein, so mit Kommasätzen. Das macht man dann nach Gefühl und dass man, wenn man dann zum ersten Mal wie ein Drehbuch liest, auch ein anderes, bekommt man schon ein Gefühl für eine, okay, funktioniert dieses Drehbuch jetzt oder funktioniert es nicht, wenn man vorher dementsprechend viel Filme guckt, dann entwickelt man schon einfach, ja, so eine Art Bauchgefühl oder Gefühl für Film, was vielleicht jemand, der da weniger sich, also es ist wahrscheinlich so eine Frage des Zugangs, also habe ich einen Vorteil, weiß ich nicht, aber ich für mich persönlich konnte da auf jeden Fall meinen Nutzen draus ziehen. Ja. Dieser Verweis auf Thomas Bernhard, das fand ich noch ganz interessant, in den Gesprächen zwischen Sandra Hüller und Bernhard Schütz kommt eben diese Verachtung für den Kunstbetrieb, die tatsächlich eins zu eins auch mich an Thomas Bernhard erinnert hat. Schön, dass du das jetzt verifizierst sozusagen. Genau, ja, dieses Zitat, was vor allem Dürer, dieser Ur-Nazi, stellt die Natur vor die Leinwand und tötet sie. Das fand ich echt, ja, amüsant. Gibt es noch Fragen von Ihrer Seite? Der Film war toll, wird gesagt. Ja, da kann man für klatschen, absolut. Dankeschön. Dann stelle ich vielleicht noch die obligatorische Abschlussfrage. Diese Reihe hat eine Frage im Titel, nämlich was tut sich im deutschen Film? Und du hast uns jetzt heute eine Screwball-Comedy ja auch geschenkt. Das gibt es ja eher selten. Wie würdest du es einschätzen? Gibt es Komödienregisseure oder Regisseure generell in Deutschland, wo du sagst, ja, die findest du toll? Ja, mit denen würdest du dich auch gerne mal austauschen, gerade in diesem Bereich. Auf jeden Fall. Also wir hatten es vorhin, wir waren ja zusammen essen. Ich bin zum Beispiel großer Fan von Jan-Hering Stahlberg, Ficke Fuchs oder Mucksmäuschen still. Es gibt auf jeden Fall auch tolle Komödien, also war jetzt gerade so ein Beispiel, was mir in den Kopf kommt. Das gibt es natürlich. Ich finde es auch, ehrlich gesagt, mein Film ein, wie soll ich sagen, hoffnungsvolles Beispiel, was alles so auch im deutschen Film möglich ist, weil es auf jeden Fall nicht, sag ich mal, per se irgendwie ein Sujet war, das jetzt einfach zu machen ist oder dass da jetzt irgendwie alle mit, also dass man sagt, okay, jetzt der Markt braucht jetzt irgendwie so eine Art Screwball-Komödie auf dem Kreuzfahrtschiff und trotzdem ist es möglich, so einen Film herstellen zu können, ist auf jeden Fall toll und deswegen bin ich voller Hoffnung, dass da noch viele spannende, auch mal andere Sachen irgendwie entstehen können. Ja, diese Hoffnung sind wir auch und drücken dir da alle Daumen. Bevor ich dich verabschiede, möchte ich gerne noch den obligatorischen Werbeblock einfügen. Im Februar geht es natürlich weiter mit dieser Reihe, am 20. Februar. Und dann wird hier die Schachnovelle zu Gast sein. Philipp Stölzel wird persönlich hier sein, ganz toller Regisseur. Und zusammen mit seinem Drehbuchautor Eldar Grigorian, der Frankfurter ist und das Projekt seit vielen Jahren betreut hat. Also unbedingt vormerken, das wird ein spannender Termin. Aber jetzt erst nochmal großen Applaus und Dankeschön. Peter Meister, das Schwarze Quadrat und Ulrich Sonnenschein, der das Gespräch geführt hat. Vielen Dank und kommen Sie gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal.